Hallo und herzlich willkommen zu einer Verblendung. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Wir haben heute eine Premiere, denn wir setzen nicht nur eine Tierart rein, sondern gleich zwei. Das heißt, wir haben doppelte Freude heute und ich bin einfach gespannt, wie Wasserbüffel und die Otter sich hier wohlfühlen. Ich habe immer noch nicht geklärt, ob ich die Riesenotter oder die normalen Otter reinsetze. Ich vermute mal Ersteres. Also die Riesenotter werden wahrscheinlich hier reingesetzt werden, denn die sind einfach ein bisschen größer und damit auch ein bisschen mehr sichtbar auf diesem großen Gelände. Ich hoffe es einfach mal. Ansonsten gucken wir mal wegen den Wasserbüffeln. So, wir brauchen natürlich mal eine Maus und dann gehen wir in den Tierhandel rein und gucken mal. Okay, wir haben hier Flamingos. Sehr schön. Wir haben hier sensationelle Flamingos. Okay, jede Tierart Flamingos. Gibt's nur noch... Gut. Große Ankündigung, wir setzen heute zwei Tierarten rein, es gibt nur Flamingos. Sensationell. Okay, Wasserbüffel, bitte zeig mir jetzt die Wasserbüffel. Oh, bitte. Warte mal, heißen die überhaupt Wasserbüffel oder haben die wieder einen Namen davor? Wasserbüffel. Ja, also, wilder Wasserbüffel, siehst du? Da wart. So, gucken, nix. Wilder Wasserbüffel. Zeig jetzt bitte, bitte, bitte. 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 Es gibt nur Tier. Es gibt, Liste aktualisieren. Komm. Tieranalyse. Hallo. Pass mal auf. Wenn ich doch hier sage... Ach, bestätigen. Man muss auch bestätigen. Habe ich vergessen. So. Was haben wir denn da? Wir haben nur käufliche. Kann man mit den Blättern keine kaufen hier? Moment. Ich guck mal ganz kurz nach. Speziesfilter. Kann ich nicht anklicken. Warum? Weil ich hier einen Filter drauf habe. Moment, dann machen wir mal so und dann sagen wir hier bestätigen, ja, bestätigen, so. Ah, so funktioniert das Ganze. Okay, pass auf. Otter. Riesenotter, bitte. Oh, man kann doch welche mit Blätter kaufen, sehr schön. Wir haben hier Bronze. Ich habe irgendwie erhofft, dass wir mindestens Silber und Gold haben. Ist jetzt nicht abwertend, ne, aber ich habe irgendwie so ein bisschen gehofft, dass wir, naja. Riesenotter, Größe klein. Okay, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Lebenserwartung. Ja, die haben sowieso lange Lebenserhaltung bei mir. So, aufnehmen. Aufnehmen. Wir kaufen alle vier. Aufnehmen. Aufnehmen. Und wo habe ich die Viecher jetzt, wollte ich gerade schon sagen. Nein, wo haben wir die Tiere denn jetzt? Handelsverlauf. Nein. Tieraufbewahrung. Jawohl. So, alle anklicken. An Zoo senden. Gehege Wasserbüffel? Nein, Gehege Otter. Einmal reingesetzt. Zugewiesen hatten wir die... Hatten wir die Gehege zugewiesen? Ja, ich glaube schon. Die Gehege hatten wir zugewiesen. Ja. Das habe ich gemacht. Genau, das habe ich gemacht, wo ich dachte, bevor ich das nachher vergesse. Ja. Oh, die Schilder müssen weg. Oh, die Schilder müssen weg. Riesenotter oder Zwergotter. Wir haben uns für Riesenotter entschieden. So, wo kommen jetzt meine Tiere? Wo kommen jetzt meine Tiere? Da rennen welche. Okay, lauft ein bisschen... Warum kommt ihr aus dem arktischen Themenbereich? Ich habe eine Frage. Warum kommen die aus dem arktischen Themenbereich? Ja, okay. Wir gucken mal ganz kurz, wie die reingesetzt werden, bevor wir dann zu den Wasserbüffel gehen. Jetzt bin ich gespannt. Okay, große Kiste. Kleines Tier. Na, die Größe ist okay. Aber stell mal vor, wir hätten jetzt Zwergotter. Oh, guck mal, die fühlen sich direkt wohl. Glaube ich, hoffe ich. Also die gehen auf jeden Fall direkt planschen. Okay, sehr schön. Okay. Die erkunden direkt das Gehege. Sehr geil. Aber ich habe vier gekauft. Und zwei sind angekommen. Da! Ist ja fast, als wenn du bei der Post was liefern lässt. Oh Mann. Ja, schön. Wir haben zwei. Es sollten aber vier sein. Habt ihr noch irgendwie Kollegen oder so dabei? Ich frage nur mal so. Habt ihr noch irgendwie... Weiß ich nicht. Ja, Riesenotter mussten es schon sein. Also Zwergotter, ich glaube, die wären wirklich zu klein gewesen. Aber wo sind meine anderen zwei? Oh, da kommt er. Oh, da kommt er angerannt. Sehr schön. Nächster. Hereinspaziert. Pack-Opening hier par excellence. Okay. Wir haben Goldpack. Wir haben Riesenotter. Ja, du brauchst... Weißt du, was geil ist? Pass auf, die achten, die gehen hier raus und achten gar nicht, wie die Tür zugeht.
Da könnten die Riesenotter mal schnell rausreden. Pass auf, jetzt achte mal bitte. Pass auf, wir gucken. So, Pack Opening. Der geht jetzt. So, und die könnten jetzt hier rauslaufen. Da muss ich aber nochmal mit denen reden. Ist so. Lebensqualität. Was ist Lebensqualität? Lebensqualität durch Futter. Ja, okay, Futter und alles kriegen sie ja noch. So. Wir machen jetzt erstmal die Wasserbüffel. Ich wollte gerade sagen, sollen wir jetzt erst denen es gut gehen lassen? Nö. Wilder Wasserbüffel. So, wir haben hier eins. Ja, komm, wir kaufen alle. Wir kaufen den Markt leer. So, und dann haben wir jetzt auch schon alle gekauft. Sehr schön. So, Tieraufbewahrung. Und ja, direkt wieder verkaufen. 1800. Wie viel habe ich bezahlt? An Zoo senden. Gehege, Wasserbüffel. So. Ah, jetzt kommen Aktivisten, weil... Oh. Weil der in der Box war. Ich habe das Pack-Opening nicht zu Ende gemacht. Na schön. Jetzt bin ich auf die Wasserbüffel gespannt. Auf die Größe vor allem. Auf die Größe bin ich jetzt echt gespannt. So, wo kommen sie angerannt? Nirgends. Könntest du mal ein bisschen schneller gehen? Ich möchte gerne die Wasserbüffel hier hinholen. Ja, aber der geht es doch gut. Guck mal, der geht es doch gut. So, wo sind meine Wasserbüffel? Freunde. Freunde? Freunde! Hallo! Was haben wir noch? War zu lang in der Transportbox. Ja, warum holen die denn nicht alle raus? Das verstehe ich nicht. Ich sag doch mal, alle Tiere aus den Boxen holen. Verstehe ich nicht. So, wo sind meine Wasserbüffel? Entschuldigung. Ah, da kommen sie. Freunde. Die Wasserbüffel in so einem kleinen Karton. Der Riesenotter. Oh, okay. Chill. Okay. Ist eine ordentliche Größe, würde ich sagen. Ordentliche Größe fürs Gehege. Oder? Könntet ihr mal nicht durchglitschen? Das wäre sehr nett. Dankeschön. So, und jetzt. Die Karawane zieht wahr. Oh, die machen echt eine Polonaise. Oh, cool. So, wir haben zwei neue Tiere. Und das Schild kann auch weg. So, jetzt müssen wir mal gucken. Also. Habe ich da gerade richtig gelesen? Krankes Tier entdeckt. Riesenotter. Ich habe mal eine Frage. Was für Tiere haben wir hier gekauft? Warum kranke Tiere? Verletzungen. Oh, oh. Oh, oh. Ich glaube, ich habe eine Idee, warum das so passiert. Weil, Riesenotter, da darf bestimmt nur ein Männchen oder so, ne? Bist du 9 Männchen, bist du 9 Weibchen? Nö. Also ist doch alles gut. Hä? Ich habe jetzt gedacht, die haben da Revierkämpfe. Ja, pass auf, wir brauchen jetzt erstmal hier... Wie war das nochmal? Kann man hier auch nochmal Riesenotter? Riesenotter. Essenstableau. Riesen. Alter Verwalter. Ist das hier alphabetisch die Riesenotter? Ja, okay, man kann doch danach. Essenstableau klein. Nehmen wir klein oder groß? Nehmen wir klein oder groß? Brauchen die trinken? Weil Wasser haben wir ja, ne? Ja, ist okay. Dann spielt's. Was ist das denn? Seit wann gibt es einen Kürbisball? Okay. Schlammbad? Wasserdüsenfelsen? Nee. Was gibt man denen denn zum Spielen? Also ich möchte jetzt ungern da Karton hinwerfen. Keine Ahnung, das sieht immer so rüselig dann aus. Blasenspender? Nee. Oh, was kann man denen denn zum Spielen geben am besten? Ja, müssen die noch trinken oder nicht? Das ist jetzt halt die Frage, ne? Schlammbad. Das ist halt riesig. Das, ganz ehrlich, Schlammbad, wir haben hier einen Sumpf. Also wir haben hier einen 1A-Sumpf. Ich weiß nicht, warum die dann da ein Schlammbad haben wollten. Was ist das? Schwimmkörper. Schlafmöglichkeit-Plattform. Oha.
Okay, brauchen die jetzt doch... Oh, ich will denen keinen Ball geben. Eine Gummiente. Ganz ehrlich, das macht die Atmosphäre hier volle Kanne kaputt. Eisklumpen. Ich habe irgendwie gedacht, dass man hier was kriegt, was so ein bisschen hierzu passt. Wasserdüsenfelsen. Ist das Spielzeug? Fällt das unter Spielzeug? Das sieht aber doof aus. Vor allem, weil der Rasen da weggeht. Boah, will ich den... Boah, ich will keinen Karton da hinsetzen. Ne, will ich einfach nicht. Okay, wir gucken mal bei Wasserbüffel kurz nach. Wasserbüffel. So, was haben wir denn da? Was ist das denn? Eine Vogelscheuche mit Schnäuzer. Oha. Wasserschüsse klein, Wasserschüsse groß. Wassertrog groß. Brauchen die großen? Ja, ne? Ja, pass auf, dann setzen wir hier einen großen irgendwo hin. Aber ich weiß noch nicht wo. Oder machen wir einen kleinen? Das ist jetzt die Frage, ne? Einen großen oder kleinen hier hin? Erstmal einen kleinen, würde ich sagen. So, ein Schneemann. Ja, Schneemann. Oh, da, Reibsäule. Reibsäule, würde ich sagen, passt irgendwie. So, dann können die sich hier dran reiben. Kratzbaum. Oh, so ein Kratzbaum finde ich besser. Ganz ehrlich, viel besser. Okay, wir haben hier sogar noch einen Kratzbaum. Oh, wir haben noch einen Waldkiefer. Okay, wir nehmen die Waldkiefer. Komischerweise kannst du die normalen Bäume nicht als Kratzbäume nehmen. Warum auch immer. Schade. Warum kann ich den nicht da hinsetzen? Okay. Der Rasen verschwindet auch, ne, wenn du die platzierst. Bei den normalen Bäumen ist das nicht so. So, dann gucken wir mal, wie zufrieden sind sie denn? Ja. Wir haben eine Zufriedenheit von 82%. Durch Futter im Gehege. Oh, da fällt mir was ein. Da fällt mir gerade was ein. Wir haben ja, ja, Verbrechen jetzt nicht, aber das machen wir auch mal ganz kurz. So. Sondern Tiere, Essen, Qualität 3. Ah ne, 2 kriegen die alle, ne? Nicht übertreiben hier direkt. Ja, ist ja gut. So, 2. Haben wir noch irgendwo? Ne, das war's. Okay, jetzt haben die alle schon mal 2. Oh, weißt du was? Wir sollten vielleicht noch einen Mitarbeiter einstellen. Tierpfleger. Weil wir haben jetzt 2 neue Tierarten. Könnte nicht schlecht sein, ne? So, du arbeitest jetzt im Arbeitsbereich Asien. Ja. Wasserbüffel. Jetzt sag mir bitte nicht, die Wasserbüffel haben das Problem. Gucken wir. Ein Männchen, 29 Weibchen. Okay, alles klar. Okay, chillt. Bruder, du musst weg. So, dann guck. Oh, ich glaube, die beiden sind dort. Dann gucken wir mal ganz kurz. Der ist Silber, der ist nix. Dann wird der jetzt nicht freigelassen. So, Versand fertig gemacht? Ja, du kämpfst jetzt gegen eine Box, da kannst halt nichts gegen machen. Was soll man sagen? So, Tierhandel. Tiere. Wie kann ich den jetzt aussuchen? Tiere. Tiere. Arten. Pass auf, da sagen wir dann Wasserbüffel. Wasserbüffel. Ach, das ist der wilde Wasserbüffel, ne? Ja. So. Du wirst jetzt freigelassen. Wieso kann ich dich nicht mal... Ist einem Zustand, der nicht freigelassen werden kann. Ja, dann müssen wir... Dann handeln wir mit der Freilassung so. Machen wir es so. Ja? Gut, dann haben wir das Problem schon mal gelöst. Sauberkeit. Geil. Die sind gerade erst drin und direkt Sauberkeit. Aber ist doch gar nicht so dreckig. Hä? Habe ich da irgendwas nicht mitgekriegt? Okay.
Was haben wir denn hier? Stabiler Rückzugsort. Ja, müssen wir. Ey, wir sind direkt alles im grünen Bereich. Krass. Okay, und bei den Riesenottern? Nur mal kurz gucken. Riesenotter? 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 Hallo? Riesenotter? Ah. So. Riesenotter sagt. Futter? Okay, Futter brauchen wir auch. Ja. Gelände? Ja, komm, Gelände ist in Ordnung. Die brauchen einen Tiefwasserbereich von 2 Meter. Okay. Okay. Was braucht denn der Zwergotter, wenn die so anspruchsvoll sind? Zwergotter. So, was haben wir denn da? Ja, die brauchen auch Tiefwasserbereich. Sozialverhalten. Platz. Das Gehege ist zu klein oder zu voll? Ich hab da eine Frage. Nur eine Frage. Habt ihr auch das Problem? Nein. Platz. Ihr habt genug Platz. Aber ihr nicht. Wollt ihr mich veräppeln? Hä? Moment. Die brauchen 300 Quadraten. Also Zwergotter. Riesenotter. Wie viel Quadratmeter haben wir denn hier? Kann man das irgendwo sehen? Ich meine, hier steht 2000, guck mal, 2684 Quadratmeter. Ich weiß ja nicht. Ich will ja nichts Falsches behaupten, ne? Aber ich glaube, das ist ein bisschen mehr, als sie brauchen. Also, und die sind permanent irgendwie krank oder kaputt. Ah, da ist noch einer, okay. Aber Gehege ist zu klein oder zu voll? Ihr wollt mich echt veräppeln, oder? Ja, jetzt mal ernsthaft. Ihr habt hier über 2000 Quadratmeter. Okay, pass auf, machen wir Folgendes. Passierbarer Bereich. Oh. Moment. Wir haben ja gar keine Säuberungsanlage. Wasser. Blöd. Das ist nicht so, das ist suboptimal. Obwohl, warte mal, kommst du nicht bis da? Wassertemperaturregler. Oha. Wasseraufbereitung. Wir müssen hier unbedingt mal ein bisschen drauf, ein bisschen arbeiten, ne? So, was? So, Wasseraufbereitung. Ei. Betriebsmittel. Wasseraufbereitung. Wieso kann ich nicht hier in dem... Ah ja. So, Wasseraufbereitung. Transformator. Wieso habe ich denn jetzt einen Transformator? Wasseraufbereitung. Habe ich mich gerade verklickt? Ja, wahrscheinlich, ne? Guck mal, da hinten haben wir doch gar kein Wasser. Das ist doch Blödsinn, der da hinten. So. Den müssen wir auf jeden Fall erstmal bei den Mitarbeitern Arbeitsbereiche Asien. Nein, nicht Arktis. Entschuldigung. Arktis. So.
Okay. Dann wird das Gehege schon mal sauberer. Ah. Oh. So. Boah, ich habe mich verschluckt. Wo ist der Riesenotter? Ich verstehe das nicht mit dem Platz, ne? Gehege ist zu klein. Ah, oh, kann das sein? Mit dem Wasser? Das kann sein mit dem Wasser, ne? Dass zu wenig Wasser da ist. Ja. Das könnte wirklich sein. Lebensqualität durch Futter. Ach so, ja. Einrichtung. Nein. Gehege. Riesenotter. Boah, was setze ich denn da hin? Der würde für mich noch so ein bisschen Sinn ergeben, weißt du? Das Spielzeug. Okay, das ist nur Spielzeug. Ja, aber guck mal, Fischfutterspender. Der passt ja gar nicht hier rein. Ich kann den ja nicht so hinsetzen. Wo sollen denn die Fische hin? Weißt du? Die könnte ich halt so... Mann. Sprengler. Okay, Sprengler können wir auch noch platzieren irgendwo. So. Wie sind wir jetzt? 25%. Sprengler. Okay. Nee. Gelände. Okay, brauche ich noch mehr? Boah, sowas will ich nicht. Sprengler ist noch in Ordnung. Verdoppelte Beschäftigung durch Spielzeug. Ja. Lebensqualität durch Futter im Gehege. Warum haben die denn noch kein Futter? Das verstehe ich halt nicht. Tierpfleger dringend, los. Zack, zack, zack. Das ist keine Übung. Habt ihr schon Essen? Auch nicht, ne? Ihr habt auch noch nichts zu essen, ne? Ey, weh, ihr streitet euch jetzt, ne? Nur mal so. Also weh, ihr streitet euch jetzt. Ganz ehrlich. Okay, der mag das. Das ist ja cool. Okay, das ist cool. Kann man den nicht unter Tage setzen? Achso, der... okay, der flacht das hier ab. Hm. Der muss über Tage. Okay. Kann man den höher setzen? Oh. Okay, den kann man fliegen lassen. Hm. So, was ist jetzt? Haben die jetzt Futter? Hallo? Könntet ihr mal Futter bringen? Hallo? Futter? Ich hoffe, die rennen gerade. Weil kann ja nicht sein, dass die hier hungrig sind. Ich stelle noch mal noch einen Tierpfleger ein. Weil ich glaube, wir haben echt zu wenig für Asien. So, du kommst jetzt in den Arbeitsbereich... Asien. Ist direkt Meister. Wir haben Meister eingestellt. Sehr schön. Ja gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge hoffentlich sind die dann noch nicht verhungert. Die fühlen sich hier wohl, ne? Also die sind echt hier am Rumlaufen, aber
Naja. Spielzeug im Gehege ist zu wenig. Gut, lass mal einfach. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge bauen wir dann Zufluchten für die. Okay, das ist affig. Das braucht man nicht. Was? So, dann machen wir hier wieder lieber Gras lang hin. So. Ne, dann bauen wir in der nächsten Folge bauen wir dann schöne Häuschen irgendwie für die Tiere. Mal gucken, wie wir die hier reinsetzen. Das weiß ich noch nicht genau. Vielleicht machen wir hier mal was mit. Weiß ich noch nicht. Und ich hoffe, bis zur nächsten Folge, dass die Fressen kriegen. Weil sonst raste ich aus und dann scheppert's hier Abmahnung. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.